Hirnhautentzündung. Schon das Wort ist irgendwie bedrohlich. Was passiert da im Kopf? Wie bekommt man das? Und vor allen Dingen, wie wird man das wieder los? Und damit herzlich willkommen bei Medizin nachgefragt, dem Format von Asklepios. Um alles über die Hirnhautentzündung zu erfahren, frage ich einen Neurologen, und zwar Professor Röther. Er ist Chefarzt hier in der Asklepios-Klinik Altona. Herr Professor Röther, was ist eine Hirnhaut? Kann man das vergleichen, wenn ich zum Beispiel ein hartgekochtes Ei habe, das aufschlage und das ist so ein feines Häutchen, was ich abziehen muss, bevor ich das esse? Ja, den Vergleich finde ich sehr gelungen. Eine Hirnhaut ist genau genommen, sind es drei Hirnhäute. Können wir uns das mal hier am Modell, hier in meinem Anatomie-Topmodel anschauen? Da kann man ja den Kopf so wunderbar reinschauen. Das geht in Wirklichkeit natürlich nicht so. Wo wäre das? Wir sehen hier das Gehirn und sehen hier oben zunächst mal die äußere Haut, also die Kopfschwarte. Dann sehen wir den Knochen und dann sehen wir hier so eine ganz feine Linie. Und das ist die Hirnhaut, die sozusagen zwischen dem Schädelknochen und dem Hirn gelegen ist. Man kann es vielleicht hier an dem anderen Modell auch noch mal ein bisschen besser sehen, wenn wir hier mal so in den Schädel hineinschauen. Da sehen wir dort blau die Venen, wir sehen rot die Arterien und wir sehen hier diese gelbe Haut, die auf dem Schädelknochen drauf liegt. Das ist die harte Hirnhaut. Was man hier nicht sieht, ist die weiche Hirnhaut, denn die verbindet letztendlich die harte Hirnhaut mit der Gehirnoberfläche. Die ist hier sozusagen weggenommen und dieser Raum hier zwischen Gehirn und dieser harten Hirnhaut, da fließen einmal Gefäße, das sieht man hier, und da fließt aber auch das Nervenwasser, der Liquor, als Schutz des Gehirns vor den äußeren Einflüssen. Wie kommt es da zur Entzündung? Ja, also eine Hirnhautentzündung oder Meningitis ist eine gar nicht mal so seltene neurologische Erkrankung. Und man muss differenzieren, ob diese Erkrankung ausgelöst wird durch Bakterien oder durch Viren. Mhm. Die Viren sind oftmals lösen oftmals weniger schwere Hirnhautentzündungen aus. Das sind Viren, die zum Teil einfach nur mit Kopfschmerzen, Übelkeit und Lichtscheu einhergehen und nach einer Woche oft auch schon wieder verschwunden sind. Die bakterielle Meningitis ist eine schwerwiegende Entzündung und die kommt gar nicht mal so selten von den Nasennebenhöhlen. Also Patienten, die eine chronische Entzündung der Nasennebenhöhlen haben, da können die Bakterien aus dieser Nasennebenhöhle in das Gehirn eintreten und dort eine schwere bakterielle Hirnhautentzündung oder Meningitis machen. Das heißt, so eine Nebenhöhlenentzündung kann richtig gefährlich werden? Also nicht jede Nebenhöhlenentzündung, das ist ja eine sehr häufige Erkrankung, führt notwendigerweise dazu, dass eine bakterielle Meningitis auftritt. Aber wenn man eine Nasennebenhöhlenentzündung hat, dann sollte man es ernst nehmen, sollte zum Hals-Nasen-Ohrenarzt gehen und sollte es entsprechend dann behandeln lassen. Warum ist denn die Meningitis selbst gefährlich? Was kann denn da passieren? Die Meningitis ist deswegen gefährlich, weil sie nicht nur die Hirnhaut betrifft, sondern oft eben auch das Gehirn mit entzündet ist. Und es ist eine Erkrankung, die relativ akut auftreten kann. Und diese Erkrankung ist eine lebensgefährliche Erkrankung. Bei einer bakteriellen Meningitis versterben auch heute noch 15-20% der Menschen, die eine solche bakterielle Meningitis erleiden, versterben daran. Wie kann denn der Laie feststellen, dass er vielleicht eine Meningitis hätte? Ja, also nicht jede Situation, wo man Kopfschmerzen und Fieber hat, ist natürlich gleich eine Meningitis. Das kann auch eine Grippe sein. Auch eine Grippe kann schwer verlaufen und kann mit einem schweren Abgeschlagenheitsgefühl einhergehen. Aber immer dann, wenn solch eine Erkrankung eben dann auch mit einer Störung der Bewusstseinslage einhergeht, wenn man nicht richtig mehr reagiert auf die Fragen, dann mit heftigsten Kopfschmerzen, haben hohes Fieber und sind nackensteif. Dann ist höchste Eile geboten, dann handelt es sich um einen neurologischen Notfall und dann muss der Patient ganz dringend in eine Notaufnahme, am besten mit einer neurologischen Fachabteilung eben auch eingewiesen werden. Wie diagnostizieren Sie die Meningitis?
Na, im Vordergrund steht zunächst mal die neurologische Untersuchung und auch die Anamnese des Patienten. Unser Patient hier hat seit 2 Tagen sehr hohes Fieber, jetzt 40 Grad, er hat fürchterliche Kopfschmerzen. Und man prüft die Nackensteifigkeit, das heißt, man guckt, ob der Patient den Kopf auf die Brust nehmen kann. Und das ist hier bretthart und das ist immer schon ein sehr eindeutiges Zeichen dafür, dass der Patient eine bakterielle Meningitis haben kann. Man würde dann auch schauen, ob er Lähmungserscheinungen hat, ob die Arme runterfallen oder so bleiben. Das geht ganz gut mit ihm. Und würde auch nochmal schauen, ob er sogenannte Nackendehnungszeichen hat. Und das tut ihm jetzt richtig schwer weh. Also alles Zeichen für eine bakterielle Meningitis. Wir wissen auch von der Ehefrau, dass er eine Nasennebenhöhlenentzündung hat, sodass man davon ausgehen muss, dass das die Ursache der bakteriellen Meningitis ist. Und der nächste Schritt, den wir jetzt unternehmen würden, wäre, dass wir mit der Therapie beginnen. Und dass wir dann im weiteren Verlauf aber auch nochmal das Nervenwasser untersuchen. Und da würden wir erwarten, dass wir dort eine schwere Entzündung, rahmigen Eiter anstatt klarer Flüssigkeit aus dem Nervenwasser eben diagnostizieren können. Ist das bei Kindern genauso? Auch zum Beispiel mit der Nackensteifigkeit? Also, kann ich das als Elternteil feststellen? Ja, also auch bei Kindern ist es so, dass die typischerweise sehr stark nackensteif sind und weinen und sehr, sehr klacksam sind und auch starke Schmerzen haben. Und das ist auch ein sehr typischer Hinweis darauf. Genau. Wie behandeln Sie die Meningitis? Die bakterielle Meningitis ist eine zeitkritische Erkrankung. Wir sprechen auch von Time is Brain. Das heißt, es ist wichtig, dass man frühzeitig mit einer Antibiotikatherapie beginnt. Und man würde vor der Antibiotikagabe auch noch hochdosiertes Cortison geben, weil man weiß, dass diese Kombinationstherapie eben das Behandlungsergebnis positiv beeinflusst. Ist das dann zum Einnehmen oder per Infusion? Oder spielt Nein, das sind alles Rolle? Infusionen, denn der Patient kann im Regelfall ja gar keine Medikamente zu sich nehmen, sondern das muss alles als Infusion gegeben werden. Okay. Welche Komplikationen, also Folgeschäden, kann so eine Meningitis für den Patienten haben? Ja, es kann durch die Entzündung leider dazu kommen, dass auch die Gefäße mit beteiligt sind, Gefäßverschlüsse, eine sogenannte Vaskulitis auftritt und Schlaganfälle auftreten. Es kann aber auch sein, dass die Hirnhäute verkleben und dadurch ein Hydrocephalus auftritt. Das bedeutet, dass das Hirnwasser nicht mehr richtig abfließen kann und sich staut. Und das sind leider schwerwiegende Komplikationen, die auch mit einer schlechten Prognose einhergehen. Was haben eigentlich Zeckenstiche mit Meningitis zu tun? Nun, auch Zeckenstiche können ja Borrelien übertragen. Das sind dann die Erreger, die eine Neuroborreliose auslösen können. Das ist aber insofern eine andere Erkrankung, als sie nicht so akut verläuft. Es ist schon auch eine Entzündung des Nervensystems, auch der Nervenwurzeln, geht häufig mit heftigen, reißenden Schmerzen einher, auch mit Kopfschmerzen. Und ist aber eine Erkrankung, die auch mit Antibiotika behandelt wird, aber die doch einen ganz anderen Verlauf hat als so eine bakterielle Meningitis. Wie sieht es mit der sogenannten Prognose aus, also den Heilungschancen? Kann jemand da wieder ganz gesund werden? Es sind gar nicht mal selten junge, gesunde Menschen, die so eine Erkrankung erleiden, aber natürlich auch Patienten mit einer Schwäche des Immunsystems. Und davon hängt auch ein bisschen die Prognose ab. Je jünger und gesünder, desto besser die Prognose. Aber es ist schon auch heute noch so, dass zwischen 10% und 20% der Patienten mit einer bakteriellen Meningitis versterben. Wie sieht es da eigentlich mit der Prävention aus? Kann man da was zum Schutz machen? Zum Beispiel, was halten Sie da von Impfungen? Oder kann man sich vor Zeckenstichen schützen, indem man quasi nur im Schutzanzug in den Wald geht? Oder was? Eine ganz wichtige Frage. Also Kinder werden heute ja alle gegen Meningokokken und auch gegen Haemophilus-Erreger geimpft. Und das hat bei Kindern dazu geführt und insgesamt dazu geführt, dass die Wahrscheinlichkeit einer bakteriellen Meningitis durch diese Erreger sehr viel seltener geworden ist. Mhm. Und bei den Pneumokokken rät man heutzutage Menschen über dem 60. Lebensjahr oder aber auch Patienten, die eine Immunerkrankung haben, dass man diese Patienten eben auch vorbeugend dann entsprechend gegen Pneumokokken impft. Eine Frage, weil ich so ein bisschen neugierig bin, was machen Sie sonst eigentlich, was behandeln Sie jetzt außerhalb der Hirnhautentzündung? Also wir sind hier in Altona ein großes neurovaskuläres Zentrum, das heißt, wir haben eine sehr leistungsfähige Abteilung
für Neuroradiologie und Neurochirurgie und zusammen mit uns als Neurologen behandeln wir viele Patienten mit schweren Schlaganfällen, bekommen diese Patienten auch von weiter her zugesandt, Patienten mit Aneurysma-Blutungen, Hirnblutungen. Das ist so einer unserer Schwerpunkte, aber ansonsten auch Parkinson und Multiple Sklerose und andere neurologische Erkrankungen. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Professor Rüther. Sehr gerne. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann freuen wir uns über einen Daumen drauf oder ihr abonniert unseren Kanal, dann verpasst ihr auch nichts mehr. Bleibt gesund!